Herzlich willkommen zu einem neuen Spielbericht von Kette des Kommandos hier bei Auf dem Tisch Keller Television. So Leute, wir spielen Chain of Command. Ja. Ich freue mich. Ja, wir haben ja gesagt, wir werden mal ein Spiel zwischendurch machen, weil wir mit unserer Kampagne ja so gar nicht vorankommen. Mhm. Da möchten wir auch gar nicht drüber sprechen jetzt. Von daher haben wir gesagt, Mensch, wir machen einfach mal ein schönes Szenariospiel. Mhm. Wird ein bisschen anders ablaufen. Genau. Wir haben ein bisschen was vor. Ja. Kleines erzählerisches Szenario. Letztlich ist es ein Szenario, wo ich ein Missionsziel angreifen muss, was sich in der Mitte der Karte befindet. Ja. Aber wir haben noch so ein paar Wachen eingebaut. Mhm. Also die Beschreibung könnte man quasi wie folgt machen. Wir sind D-Day plus 0. Ja. Amerikanische Fallschirmjäger sind in einem Dorf hinter der Küste gelandet, um eine Versorgungsroute zu sichern. Genau. Die Straße, die quer durchs Dorf geht. So, was die Amerikaner aber nicht wissen, ist, dass sich hier eine Truppe SS-Panzergrenadiere befindet, mhm, die gerade eine wichtige Lieferung an Gold und Kunstmaterialien und sowas zusammengetragen hat, die heute Nacht abgeholt werden soll. Richtig. Weil ja die Gerüchte der nahenden Invasion immer lauter werden. Mhm. Und da haben sie gesagt, wir ziehen von der Küste nochmal alle Wertgegenstände. Ja, ja, besser ist das. Von daher werden wir das mal ausprobieren mit diesen Wachmannschaften. Gibt es ja in vielen Systemen, ne? Solche Wachen. SamTV hat das, das Spectra hat sowas. Und, in Komunda gab es das damals schon. Ja, stimmt. Ja, ja, genau. Da gab es auch solche Wachposten. Und von daher haben wir einfach mal so eine Hausregel eingeführt und das heißt, ich darf oder wir dürfen beide aktivieren tatsächlich, mhm, die Wachmannschaften. Das wird aber ausgewürfelt. Bei einer 1, 2 darf ich sie bewegen. Bei einer 3, 4 bleiben die einfach dort stehen, wo sie stehen. Und bei einer 5 oder 6 kann Thomas sie bewegen. Ja, 6 Zoll dürfen sie sich bewegen und sobald sie 6 Zoll an einen Gegner rangekommen sind, gibt es Alarm! Und dann darf ich die quasi austauschen und darf dann dementsprechend mitspielen. Genau. Ob das funktioniert, das werden wir sehen. Und wir werden das mal wieder ein bisschen anders machen heute. Wie gesagt, wir probieren hier mal ganz gerne mal rum. Und wir werden das so ein bisschen erzählerisch machen. Wir werden euch nicht jeden Würfelwurf zeigen. Wir werden euch nicht sagen und erzählen, was wir hier an Material und Miniaturen auf dem Tisch haben, sondern wir werden euch einfach das so ein kleines bisschen erzählerisch rüberbringen. Genau. Und deswegen wollen wir gar nicht groß weiter reden schwingen, sondern wünschen euch jetzt ganz viel Spaß bei unserem D-Day plus 0 Nachtüberfall auf das Vorratslager Spielbericht Chain of Command. Viel Spaß! 6. Juni 1944, Normandie, Frankreich. Eine Einheit US-Fallschirmjäger ist hinter feindlichen Linie gelandet. Ihr Auftrag lautet, eine wichtige Versorgungsstraße zur Küste zu sichern. Ein deutscher SS-Panzergrenadierzug ist in dem Dorf stationiert, das Ziel des Angriffs werden soll. Langsam nähern sich die US-Truppen dem Dorf, in dem die Deutschen, die noch nichts von der nahenden Gefahr wissen, die Nacht verbringen. Lediglich einige Wachposten patrouillieren zwischen den Häusern. Immer weiter nähern sich die Fallschirmjäger dem Rand des Dorfes, noch immer unentdeckt und im Schutze der Dunkelheit. Eine Gruppe Amerikaner erreicht den Hof am Ortsrand und sofort klettern die ersten Männer über die Mauer. Doch ein deutscher Wachposten entdeckt die zu unvorsichtig vorrückenden Angreifer und schlägt Alarm. Sofort springen die Verteidiger aus ihren Betten, bemannen die Verteidigungsstellung und gehen zum Gegenangriff über. Die ersten Garben Maschinengewehrfeuer bellen durch die Nacht. So dauert es nicht lange, bis die ersten Verluste auf Seiten der Amerikaner zu beklagen sind. Die Deutschen sind offenbar besser auf den Überfall vorbereitet, als es den Anschein hatte, und fügen den Angreifern schnell ernsthafte Verluste zu.
Ein Trupp, der bei der Überquerung des offenen Feldes erwischt wurde, gerät schnell in Bedrängnis. Doch auch die Angreifer auf dem Hof werden sehr schnell zurückgeschlagen. Offensichtlich durch die unerwartete Gegenwehr überrascht, verliert der amerikanische Angriff schnell an Fahrt. Schlimmer noch, das unkoordinierte Feuer der Angreifer erzielt kaum Wirkung bei den Deutschen. Die Amerikaner werfen nun alles ins Gefecht, was sie noch aufbieten können. Doch weder der Mörser noch die eilig herbeigerufene Verstärkung kann nennenswerte Wirkung entfalten. Zwar werden die Verteidiger im Inneren des Hofes mehr und mehr dezimiert, doch fehlt es den Amerikanern an Nachschub und Feuerkraft, um es mit den MG-Stellungen der Deutschen aufzunehmen. Während der Angriff mehr und mehr in sich zusammenfällt, schwärmen die Deutschen aus wie aus einem Bienenstock. Die Maschinengewehre leisten den Verteidigern beste Dienste und der amerikanische Zugführer hat bald keine andere Wahl, als seine drohende Niederlage einzugestehen. Das Dorf wird nicht zu nehmen sein. Der amerikanische Zugführer selbst gerät in Bedrängnis und schafft es entgegen aller Wahrscheinlichkeit, einen Trupp heranstürmender Deutschen mit seiner Maschinenpistole niederzuschießen, bevor er selbst dem Schuss eines der drei Angreifern zum Opfer fällt. Dieser Schlag versetzt dem ohnehin schon kleinen Hoffnungen der Amerikaner den Todesstoß. Die Offensive auf das Dorf ist gescheitert. Da muss er sich überhaupt verstecken. Oh je. Aber es hat sich wieder sehr, sehr realistisch angefühlt. Und ich muss sagen, ja, wie bei jedem Chain of Command-Spiel, hat sich das wieder sehr, sehr cool entwickelt. Ja, absolut. Das Szenario hat gut funktioniert mit den Wachen. Ja. Das war okay, das ist nur eine kleine Spielerei am Anfang. Ja. Und ich dachte, gut, ich kann mich positionieren, dies und das. Ah, nee, voll nicht. Hat überhaupt nicht hingehauen. Ich war noch lange nicht da, wo ich hätte sein wollen, nee. Als ich ihn ausgelöst hatte. Ich wollte eigentlich hier noch das dritte Team reinschicken. Aber ich war zu zögerlich. Die Runde vorher habe ich noch gesagt, ich werde bereuen, dass ich jetzt das Team nicht reinnehme. Und genau das wäre es gewesen. Die hätten nämlich dann hier irgendwo gestanden und die hätten den Entlastungsangriff gemacht. Glaube ich auch. Eine absolute Katastrophe. Aber wie du schon sagst, ins Hornissennest reingestochen und völlig realistisch, da kommen diese ganzen MG42 rausgesprungen. Das ist aber auch Wahnsinn. Ne? Oh. Das ist schon heftig. Aber ja, ich glaube auch, dass hier dieser Jump-Off-Point sehr wichtig gewesen wäre, weil das hätte wirklich, glaube ich, entlastet. Ne? Ja. Weil so hatte ich jetzt... Du hast immer zwei gegen einen. Zwei, genau. Ne? Und von daher muss ich sagen, war wieder sehr, sehr cool. Hat sich wieder sehr, sehr gut angefühlt. Mhm. Obwohl du tatsächlich, ich glaube, drei oder vier Würfelzüge quasi hattest, um ranzukommen. Also ich konnte ja in den Runden nicht reagieren. Genau, du konntest nicht reagieren, du konntest keine Chain of Command Punkte sammeln. Ja. Das konnte ich ja schon in der Zeit. Da habe ich zwei gesammelt oder so. Also gar nicht so wahnsinnig viel. Ja. Wie gesagt, ich hätte da nicht vorrücken dürfen. Ja. Ich hätte nicht über die Mauer gehen sollen. Ich hätte da warten müssen. Ja. Damit, und dann in Ruhe von hier kommen. Aber ich wollte dann wieder zu viel. Ich war zu eilig. Gut, den Mörser habe ich auch vergeilt. Der war ärgerlich. Das wurde einmal gefeuert, dann auch noch falsch und dann auch noch eine gleiche Doppel-1 Munition alle. Und ohne Effekt, die Punkte kann man sich sparen. Aber wieder realistisch. Ich meine, die Fallis sind gerade vom Himmel gefallen. Klar. Munition ist irgendwie verstreut. Und dann haben wir noch einen Schuss. Wo ist die Tasche? Wie die Tasche? Ja, wie die Tasche. Nicht? Scheiße. Ja, stehst du da, ne? Ja. Ja, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem Spielbericht. Wir haben es ja diesmal ein bisschen anders gemacht. Und wir probieren ja immer viel mit unseren Battle Reports aus. Ne? Dann, von daher gibt es immer nie das gleiche Format. Ne? Also nicht wie bei anderen Kanälen, sondern wir probieren immer mal ein bisschen aus, was könnte das so ein bisschen mehr, weil 2 Stunden Battle Report ist halt schwierig. Ne? Ja, also 2-3 Stunden Battle Report ist schwierig. Klar kann man das als Malbegleitung super nebenbei laufen lassen, aber für diejenigen, die auch nur mal reingucken wollen, sind 2-3 Stunden auch immer ein bisschen viel. Deswegen haben wir mal gedacht, okay, wir versuchen es mal auf die Art. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir das mal öfters machen sollen oder
allgemein, das unterscheidet sich immer so zwischen den Menschen, ne? Die sagen, der eine sagt, ja, komm, der kann 4 Stunden lang sein, zieh ich mir rein. Genau, die anderen sagen so, ey, in einer Viertelstunde bin ich raus. Komm, reicht. Ja. Genau, deswegen diesen Zusammenfassungsstil, also wenn es euch gefallen hat, sagt es uns. Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt es bitte auch. Ja. Weil wir sind ja interessiert daran, dass wir uns da weiterentwickeln. Genau. Und es war jetzt mal was Neues, ein bisschen erzählerisch, wenn man so möchte, ein bisschen Reportage. Ja. Und es gibt auch wieder keine typischen, hier, das ist meine Armeeliste, das ist deine Armeeliste. Gibt es einfach nicht. Das ist bei Chain of Command auch so ein bisschen, das ist ja meistens immer das Gleiche, außer die Supports. Ja, aber das ist sehr ähnlich. Aber es ist halt so. Ihr seht ja, was ein Zug amerikanischer Fallschirmjäger sah halt nun mal einfach so und so aus. Genau. Insbesondere am D-Day, da war er ja quasi, wenn er gelandet ist, quasi noch in Originalzustand. Ja. Das sieht sicherlich nach dem Gefecht hier schon ganz anders aus. Das heißt, die Jungs sind schon bedient wahrscheinlich erstmal bis nach der Landung. Ja. Aber finde ich eigentlich ganz cool. Und ich persönlich bin ja auch kein Freund von diesem ganzen Listengeschrei, dass man sagt, da kann ich für einen Punkt dem noch eine Handgranate geben. Und dann, wenn ich dem hier noch die Luger statt das SMG, dann habe ich noch 4 Punkte frei, um hier noch einen zusätzlichen Mann zu kaufen. Ist nicht meins, ist nie meins gewesen. Will ich jetzt nicht schlecht reden, wer das mag, um ausgeglichene Spiele zu haben. Ja, für mich persönlich, Chain of Command für erzählerische Geschichten, oder solche Sachen wie das Szenario, das wir uns quasi selber ausgedacht haben. Historisch waren die ausgeglichen. Genau. So, dann sehen wir uns nächste Woche wieder zu einem frischen neuen Video. Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, tschüss. Tschüss.